In Midnight Hollow scheint nur selten die Sonne. Sei gegrüßt, Freund, Freundin. Hast du genug davon, dich fehl am Platz zu fühlen? Genug davon, dich schlecht zu fühlen, weil niemand in deiner Umgebung so tickt wie du? Genug von lächelnden Nachbarn, die dir sagen, du sollst die Sonnenuntergänge in Sunset Valley genießen? Dann komm noch Midnight Hollow, wo Einzigartigkeit noch geschätzt wird. Damit herzlich willkommen in Midnight Hollow. Also hier ist es alles ein wenig düsterer als woanders. Wir haben hier sehr viele dunkle Häuser, ein weißes, aber da wohnt auch eine ziemlich kitschige Frau drin. Wir haben hier so eine Art Marktplatz, wo sich alle Geschäfte befinden, die sich aber auch noch hier auf die ganze andere Nachbarschaft verteilen. Das Besondere, finde ich, bei dieser Nachbarschaft ist, dass es keine Straße nach außen gibt. Also ich habe zumindest keine entdeckt. Es gibt hier keine, die endet hier und in der Richtung endet sie auch einfach hier. Also es gibt wirklich keinen Abzweig. Das liegt einfach irgendwo in nirgendwo, dieses kleine Städtchen, weil hier ist dann auch vorbei. Und hier oben lang auch. Also es ist einfach weg alles. Es ist alles irgendwie nur hier. Und ja, das Wasser hier ist irgendwie ganz gruselig schwarz. Auch die Bäume und das alles ist alles ja, einfach dunkel. So, aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal hier die Nachbarschaft an. Wenn wir schon mal gerade hier sind. Also es gibt hier eine Riege von Wohnhäusern. Das hier ist zum Beispiel das stattliche Stadion. Ja, es gibt auch viele coole Charaktere, wie jetzt zum Beispiel hier die Fam-Farm, wie auch immer. Und die meisten sind alle künstlerisch veranlagt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Es war wirklich eine Künstlerstadt, dieses Midnight Hollow. Auch wenn es eher gruselig daherkommt. Was ich aber ganz cool finde, weil es wirkt wirklich bizarr. Und andererseits sind hier ganz viele interessante künstlerische Persönlichkeiten, die irgendwie von ihrem Leben enttäuscht wurden. Oder halt, ja, ein Leben anstreben, um mehr allein zu sein oder so. Oder sich halt wieder miteinander zu fühlen, um Kontakte zu knüpfen, die so sind wie sie. Also das ist ganz unterschiedlich. Entweder haben wir hier die perfekte Familie oder doch eher die Grufti-Braut. Also ja, also hier ist eigentlich wirklich für alle was zu finden. Was halt wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist diese Dunkelheit. Die Sonne scheint hier nicht weniger, es ist alles eben nur so düster. Das habe ich bis jetzt mitbekommen und ja, das macht das Ganze, finde ich, ziemlich interessant. Hier gibt es auch ziemlich viele Grundstücke, wie zum Beispiel, wo war denn dieses eine? Ja, hier dieses Möbelgeschäft und so, weil es gibt ja jetzt auch diese coole Aktion mit der Kaufkasse. Das ist wie bei Open for Business, da kann man, wenn man diese Kasse hat, die Gegenstände alle betiteln und so. Vielleicht schauen wir uns das nachher nochmal an, wenn ich es schaffe. Und ja, sonst gibt es ja halt wirklich nur irgendwelche Treffpunkte oder hier halt so ein Laden zum Kaufen oder so. Hier zu vermieten war irgendwo irgendwas hier genau. Das finde ich ganz cool. Ja, sonst gibt es jetzt eigentlich erstmal nicht so Nennenswertes, weil es gibt überall ein Schwimmbad und überall eine Bibliothek. Deswegen würde ich sagen, dass wir von hier aus erstmal schnell in den Ersteller ein Sim gehen und gucken, was es so Neues dort gibt von den ganzen Sachen hier. Dann schauen wir uns nochmal im Baumodus um und danach gehe ich nochmal kurz ins Gameplay, damit wir mal gucken, wie das hier alles so aussieht, wenn wir uns denn wirklich in der Stadt befinden. Also, bis gleich! So, ja, bei den Frisuren kann ich euch gar nicht so genau sagen, was dazugekommen ist, weil ich so viele Download-Frisuren habe. Ich glaube, die hier ist neu. Mit diesen Seitenscheitel. Das finde ich ganz gut, weil es wie so ein Sidecut ist. Das ist eigentlich recht cool, wenn man es denn gerade auch für diese Situation braucht. Was sonst hier neu ist, weiß ich leider nicht. Ich habe da den Überblick komplett verloren. Aber bei den mit Accessoires kann ich es euch sagen, weil da habe ich den Überblick so halbwegs behalten und so schwierig ist es da Gott sei Dank auch nicht. Da haben wir zum Beispiel, wartet, die hier auf jeden Fall. Das ist eine aus Midnight Hollow, finde ich echt cool, auch mit der Blume an der Seite und der Brille, das mit den Zöpfen ist echt süß und das hier ist, glaube ich, mit meiner Lieblingsfrisur. Die finde ich wirklich echt creepy. Die ist total cool eigentlich. Richtig, ah, weiß nicht. Ich finde die irgendwie total toll. Und ja, irgendwo war noch eine. Aber ich finde die gerade nicht. Genau, die hier. Die ist auch noch von da. Finde ich soweit auch ganz cool. Ich hoffe, ich sage jetzt hier noch nichts Falsches. Nicht, dass ich jetzt irgendwie vergessen habe und jetzt nur Scheiße laber. Aber ich glaube, das ist auch aus Midnight Hollow. Wenn nicht, schaut doch einfach auf der Sims 3-Seite vorbei. Da findet ihr ja alles nochmal ganz genau. So, aber schauen wir doch, was es an Kleidung gibt. Bei männlichen Frisuren, die habe ich jetzt einfach mal außer Acht gelassen. Schauen wir gleich nochmal im Nachhinein nach und machen bei denen nochmal alles extra. Ja, bei den weiblichen Oberteilen ist das hier leider das Einzige. Ich finde es jetzt nicht so übel, aber besonders hübsch auf jeden Fall auch nicht.
Bei der Beinbekleidung haben wir, glaube ich, zwei Sachen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Schauen wir einfach mal nach. Es dauert halt ein bisschen mit dem Laden hier, weil ich wirklich sehr viele Inhalte habe. Ach Mensch, so, dann schauen wir doch einfach mal runter. So, hier auf jeden Fall dieses Rock-Ding, Strumpf, zerrissenes irgendwas. Und woher das ist, kann ich leider nicht sagen. Kann sein, dass es Midnight Hollow ist oder auch nicht. Man weiß es nicht. Aber bei Gesamtoutfits kann ich euch schon ein bisschen besser sagen, was wozu gehört. Bei der Gesamtkleidung haben wir zum Beispiel dieses wunderbare Outfit. Finde ich so eigentlich gar nicht übel. Allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig an manchen Tagen vielleicht. Dann haben wir noch dieses Outfit. Finde ich auch wirklich cool. Er hat auf jeden Fall was. Gerade dadurch, dass es so kurz geschnitten ist. Dann haben wir noch dieses wunderbare Exemplar. Finde ich auch wirklich cool, weil es halt wirklich so Reifrock-mäßig ist. Finde ich gut. Dieses Outfit konnte ich nicht ganz rein interpretieren. Ich weiß nicht, ich finde die Handschuhe und so echt cool, aber es sieht aus wie ein Sack, oder? Das ist nicht auf Taille, gar nichts. Finde ich irgendwie total doof, aber naja, man kann nicht alles haben, ihr wisst das ja. Das hier, weiß ich gar nicht, ob das aus Midnight Hollow ist. Kann sein, weiß ich nicht. was habe ich noch hier? Das ist auf jeden Fall aus Midnight Hollow. Das habe ich mir definitiv nicht gekauft. Ja, ne, ist alles halt so ein bisschen strange, aber doch irgendwie cool. Und ja, das mag ich irgendwie an dem ganzen Nachbarschaftsding. Das mag ich irgendwie an der ganzen Nachbarschaft. Ja, bei den männlichen Sims habe ich wieder ein ähnliches Problem. Ich habe keine Ahnung, welche Frisur hier woher stammt. Ich glaube, die hier ist aus Midnight Hollow, weil daran kann ich mich nicht erinnern, dass ich die mal irgendwie gekauft habe. Habe ich höchstens gegiftet bekommen und erzähle euch gerade was Falsches. Aber wie gesagt, schaut einfach auf der Sims 3 Seite nach, da seht ihr ja genau, was dabei ist. Ich habe nur die normale Version, nicht die Gold-Version. Und ja, ich finde, das reicht auch. Ich habe jetzt leider nicht dieses Spiele-Herstellding, was ich auch echt gern gehabt hätte. Aber dafür war mir der Preisunterschied zwischen der Standard und der Gold einfach zu groß, weiß ich nicht. Ja, den Hut, den finde ich auch echt cool. Der hat auf jeden Fall was, sehr speziell und ja, auch ein bisschen sexy, würde ich sagen. Diese Frisur kann ich gar nicht einordnen. Es sieht aus, als hätte irgendwie Edward mit den Scherenhänden seine ganzen Prothesen da am Kopf vergessen. Ich weiß auch nicht. Und ja, das ist halt wirklich das weibliche Pendant zu dem anderen. Naja, beziehungsweise vom, was ist das Pendant zum weiblichen, so rum. Oh Gott, ich habe gerade irgendeinen Schluss geredet. Ist aber auch egal. Das ist jedenfalls die Frisur von der Frau von vorhin, nur für männliche Sims. Ergibt das Sinn? Keine Ahnung. Ja, die Herren der Schöpfung haben natürlich auch ein Oberteil dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob das hier auch noch dazu gehört zu Midnight Hollow. Wirklich nicht. Ich denke mal schon, aber ihr wisst ja, ne? Ich verspreche nicht zu viel. So, dann schauen wir doch mal noch bei der Beinbekleidung vorbei, ob da noch irgendwas Interessantes dabei ist. Weil bei den Männern, muss ich gestehen, habe ich noch nicht geguckt, weil mich die Frauen einfach mehr interessieren. Was vielleicht den Verdacht der Entwickler unterstützt und deswegen immer nur mehr Frauensachen entwickelt werden. Also ich glaube, das gehört von Midnight Hollow dazu, dann ist die hier wahrscheinlich auch davon. Den Totenköpfen nachzuurteilen auf jeden Fall. ja, neue Schuhe und so gibt es nicht, aber vielleicht gibt es ja noch etwas hier in der Gesamtkleidung. Müssen wir mal vorbeischauen. So. Na, okay, wir sind durch. Hier schon mal nichts, da ist auch nichts neu. Nein, 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 das gehört, glaube ich, auch nicht dazu. Hier, das ist, glaube ich, aus Midnight Hollow. Hier, genau das. Ja, sieht auf jeden Fall danach aus. Und ja, mehr gibt es hier auch von den ganzen CAS-Sachen nicht zu berichten und deswegen denke ich mal, gehen wir gleich mal in den Baumodus. Ja, das Problem bei dieser ganzen Angelegenheit ist leider, dass ich jetzt hier euch nicht sagen kann, welches Bett oder so von wo ist. Ich habe es gerade versucht, ich dachte, oh Gott, ist es von da oder nicht? Ich habe einfach zu viele Download-Inhalte und ich kann das einfach nicht mehr auseinanderhalten, was jetzt davon war. Und deswegen zeige ich euch einfach nur ein paar von den Sachen, wo ich definitiv weiß, dass sie aus Midnight Hollow stammen. Nämlich hier diese ganzen Pflanzensachen. Die sind alle viel dunkler als die richtigen. Das kann ich euch ja gerne mal zeigen. Wenn wir jetzt hier so einen normalen Busch haben, den hier zum Beispiel, ist der richtig saftig grün. Und die Sachen sind alle so richtig dunkel, düster, passend zur Landschaft. Eigentlich wirklich cool und wirklich verrückt. Aber halt, ne, es ist gewöhnungsbedürftig. Baut mal mit den Sachen ein Haus. Es ist wirklich, wirklich schwierig mit den Farben. Ich habe es noch nicht hingekriegt, weil ich es halt nicht so düster halten wollte. Ja, wie gesagt, probiert es einfach mal aus. Ist wirklich lustig.
So, ja, hier seht ihr auch nochmal eine andere Frisur, die es hier natürlich auch gibt, ich aber leider irgendwie verplant habe, euch zu zeigen. Das ist diese hier, die ist wirklich, wirklich cool. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal hier die Stadt so vom Weiten an und deren Häuser, was ich auch wirklich spannend finde. Also die Häuser hier, die sind alle so in diesen Spitztönen gehalten. Die sind wirklich alle total auf Spitz getrimmt, würde ich sagen. Wir können ja einfach jetzt mal hier durch die Nachbarschaft huschen. Wir müssen hier mal gerade durch diesen oder auf diesen Berg. Hier drüben ist auch schon das Stadion. Und ja, gehen wir einfach mal über den Berg hier rüber. Hier sind dann so ganz komische Blumenveranlagungen, das dann irgendwie auch echt creepy ausschaut. Aber es ist halt typisch für diese Stadt, dass wirklich jedes Haus diese Spitzdächer hat, was, finde ich, wirklich cool gelungen ist, aber halt doch jedes Haus wirklich monströs macht. Ja, aber ist ja nicht unbedingt verkehrt. So, hier dieses Wasser, seht euch das an, das sieht so cool aus, oder? Das sieht aus wie so ein riesiger, dunkler Teich. Aber wir können erstmal Windsurfen gehen, das ist ja auch mal nicht schlecht. Okay, schauen wir einfach mal weiter, was es hier noch so gibt. So, schauen wir mal in die Richtung. Hier kommen wir nämlich zu diesem Marktplatz geschehen und hier gibt es eine Gasse. So heißt dieses Grundstück auch. Es ist halt nur hier so verteilt mit ganz vielen Gebäuden und sowas, was ich halt wirklich, wirklich cool finde. So, ja, gibt es hier noch irgendwie was zu sehen? Eigentlich ja nicht so weiter. Ja, hier gibt es dann halt diese ganzen Nachbargrundstücke, die ich euch vorhin schon im Nachbarschaftsmodus gezeigt habe. Aber das ist wirklich cool. Es hat wirklich so ein kleines Stadtfeeling, weil alles eng an eng liegt mit diesem Platz. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier die Straße weiter. Okay, fröhliches Maskottchen, bla bla. Ja, ich mache das Interface jetzt gerade mit Absicht nicht weg, weil ich mir denke, nicht, dass die Alte gerade irgendein Rotz macht, während ich euch hier versuche, irgendwie die Nachbarschaft zu zeigen. Und ja, also mehr gibt es hier eigentlich, finde ich, zu der Nachbarschaft auch nicht wirklich zu sagen oder zu sehen. Was auch noch ganz interessant ist, ist dieser rote Boden hier. Keine Ahnung, was der hier zu sagen hat, aber ich finde es auf jeden Fall optisch sehr gelungen. Hier kann man so einige Geschichten erzählen, finde ich. Und ja, bin schon ganz gespannt, was hier Midnight Hollow vielleicht noch für uns zu bieten hat. Ah, was haben wir denn hier noch so zu sehen? Okay, da steht der Wetterstein, hier ist das Militär, das ist komplett Wirtschaft. Ach je, das ist ja riesig. So, dann ist hier ein Treffpunkt nach dem anderen. Ja, gut, ne? Was man hier halt so sieht. Okay, dieses Disc-Gebäude ist auf jeden Fall noch eins, was wir uns angucken sollten. Das sieht nämlich auf jeden Fall sehr cool aus. Das ist dieses Wissenschaftsgebäude und ja, sieht halt wirklich echt besonders aus mit diesem komischen Ding da oben. Das können wir uns jetzt auch ruhig mal so angucken. Ja, wirkt auf jeden Fall sehr cool, das Teil. Das einzige Merkwürdige daran sind die grünen Bäume im Garten, die wir jetzt gerade leider nicht so doll sehen können. Gehen wir mal lieber wieder hoch, da, die grünen Bäume im Garten. Und ja, so allgemein finde ich das Grundstück echt cool, oder? Das sieht echt Bombe aus. Ja, aber was gibt es noch zu sehen? Gibt es überhaupt noch was zu sehen? Ich weiß es gar nicht. Der Friedhof ist auf jeden Fall auch cool, weil der irgendwie so ganz anders ist als die anderen Friedhöfe, finde ich. Der ist einfach mal übersät von Grabsteinen. Und der hat auch so einen tollen Friedhofseingang, den man sonst auch bei keinem Friedhof hat. Also ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Und es ist wirklich keine Ordnung. Es ist wirklich so ein richtig gespenstischer Friedhof, weil sonst die anderen Friedhöfe sind ja alle so mit Grab an Grab und alles mit Blümchen und Co. Und hier ist einfach nur Gestrüpp und ein Grabstein nach dem anderen mit dieser gruseligen Statue. Die Grabsteine gibt es übrigens alle jetzt auch mit dieser Nachbarschaft. Die könnt ihr da platzieren, lustig, munter, wie ihr wollt. Und ja, hier fängt auch wieder dieses Rote an. Also dieses Midnight Hollow ist eine super Kulisse, falls ihr irgendwie eure Mystic Falls, nee, Moonlight Falls, genau, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder bei Vampire Diaries. Falls ihr die Moonlight Falls Kreaturen hier einziehen lassen wollt, ist es auf jeden Fall auch ziemlich cool. Und ja, für Parkplätze ist auch gesorgt, Wahnsinn. Gut, ja, aber das war's eigentlich auch schon mit unserer kleinen Nachbarschaftsrundfahrt. Wirklich gameplaymäßig kann ich euch jetzt ja auch nichts vorstellen, weil es nichts anderes als sonst. Ja, aber vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder hier in Midnight Hollow und sehen die Stadt nicht zum letzten Mal. Ich würde die Stadt auf jeden Fall zum Kauf empfehlen. Die Gold-Version wäre mir persönlich zu teuer, das müsst ihr euch überlegen. Aber sie ist momentan noch für 3.900 im Angebot bis zum 8.10. Und ja, also ich würde die Stadt auf jeden Fall empfehlen, weil sie auf jeden Fall mein Interesse trifft. Ich stehe ja auf so creepy Zeug und Grusel und Dunkel. Aber die Menschen hier sind wirklich nicht so abartig, wie man zu Anfang denken könnte. Sie sind einfach sehr tiefgründig und vielleicht auch ein bisschen sensibel. Man muss einfach hintersteigen und die Leute hier erleben. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.